Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gute. Frau. Heute geht es ja also um fliegende Akkuschrauber. Mach das nicht zu Hause nach. Nein, das kommt nicht an Anfang. Wir sind ein seriöser Sender. Wir machen ganz seriöse Videos. Der 45er ist vom Namen her eigentlich hinter dem 21er oder wieso, weshalb, warum, was soll denn das ja eigentlich? Warum ist denn jetzt der 45er der Schwächste? Weil es gibt auch einen 21er und was soll denn das? Warum brauchen wir jetzt eigentlich einen Akkuschrauber mit 45 Newtonmeter überhaupt noch? Weil die anderen sind doch alle eigentlich stärker. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um den neuen Akkuschrauber von Bosch. Wenn man Bosch einen neuen Akkuschrauber rausbringt, dann gucken wir uns das doch an. Und zwar geht es um den GSR 18V45. Heute geht es also um den GSR 18V45. Zusätzlich gibt es natürlich auch den GSB, das ist der hier, der hat zusätzlich eine Schlagbohrfunktion. Aber erst einmal schauen wir mal, wie reiht sich das Ganze denn hier ein. Denn es gibt ja von Bosch den 21er, den 28er, den 45er, den 55er, den 60er, den 90er, den 110er und den 150er. Und der 45er ist ergo hier unten angesiedelt, also im unteren Segment. Und wenn wir ehrlich sind, stimmt das so gar nicht. Denn eigentlich ist es folgendermaßen. Eigentlich gehört der sogar an letzter Stelle, an die allerletzte Stelle, weil es ist der schwächste und kleinste 18 Volt Akkuschrauber von Bosch Professional. Das ist gar nicht so leicht. Ich muss euch heute wirklich hier einige Sachen ausnahmsweise mal mit Spickzettel hier erzählen, denn das sind so viele Daten, die wir hier haben, denn es ist für euch trotzdem noch wichtig, das zu verstehen. Denn der 45er ist vom Namen her eigentlich hinter dem 21er oder wieso, weshalb, warum, was soll denn das ja eigentlich? Das möchte ich jetzt erklären, genauso wie auch alle Funktionen vom 45er und warum es eigentlich doch Sinn macht, den 45er mit zu Hause im Repertoire zu haben. Aber fangen wir erstmal vorne an. Das Thema Preis ist Nummer 1. Und zwar der 45er kostet um die 140 Euro. Und das ist natürlich ein Einstiegspreis. Wenn du dich für das Gerät interessiert, schau mal unten in die Videobeschreibung, da findest du den aktuell korrekten Preis, denn der ist so neu auf dem Markt, der wird garantiert noch fallen, denn momentan wäre es vom Preis her eigentlich nicht attraktiv, weil du für ein paar Euro mehr durchaus schon einen 60er bekommst oder einen 55er oder. Also da warte mal auf den Markt. Jetzt kommen wir aber zu einer anderen Sache und zwar, wie sortiert sich das alles? Warum ist denn jetzt der 45er der Schwächste? Weil es gibt auch einen 21er und was soll denn das? Ganz einfach, Bosch ist, hat über die Jahre immer wieder den Namen geändert. Und zwar ist es so, dass hier zum Beispiel beim 21er wurde der weiche Schraubfall für die Namensgebung genommen. Ja, was eigentlich der ehrlichste Name ist, den man so nehmen kann. Denn der weiche Schraubfall ist so der Klassiker, wenn ihr eine Schraube reindreht. Ja? Das heißt also, die Kraft baut sich langsam auf und dort ist es so, dass das eigentlich die ehrlichste, direkteste oder der ehrlichste und direkte Vergleich ist. Ja, deswegen hat Bosch das früher gemacht, weil Bosch eigentlich eine wirklich ehrliche, nicht eigentlich, auch uneigentlich eine recht ehrliche Firma ist, aber alle anderen haben das nicht gemacht. Alle anderen Firmen haben gesagt, wir nehmen den harten Schraubfall oder das Maximaldrehmoment oder irgendwas anderes als Namensbezeichnung und hat Bosch sich irgendwann gezwungen gefühlt, das auch zu machen. Und deswegen ist es so, der 21er, 28er hat den weichen Schraubfall im Namen, der 55er, 45er hat den harten Schraubfall im Namen, genauso wie der 60er. Der 90er hat damit gar nichts zu tun. Dazu gibt es nochmal ein separates Video, was erklärt, warum der 90er eigentlich 90er heißt. Und dann haben wir noch den 110er und den 150er, die das Maximaldrehmoment dort haben. Und dementsprechend ist es so, dass ihr keine konsistente Namensgebung habt. Und deswegen habe ich es für euch hier mal nach Kraft sortiert. Ja, und zwar gehen wir jetzt mal den wichtigen Schraubfall durch, und zwar den weichen Schraubfall. Wie viel Newtonmeter hat eigentlich wer im weichen Schraubfall und warum ist das so entsprechend sortiert? Der 45er hat 21 Newtonmeter im weichen Schraubfall, im harten eben 45. Also wir haben hier 21 Newtonmeter, dann haben wir hier auch 21 Newtonmeter bei dem. Der hat aber im harten Schraubfall 55, deswegen liegt er kurz davor. Der hier hat 28, ja, also 21, 21, 28 Newtonmeter. Dann haben wir hier auch wieder 28 beim 28er. Aber warum ist der wiederum davor? Der hier, der GSR 18V55, hat halt
28 und 55 Newtonmeter. Der 28er hat 28 und 63 Newtonmeter. Ja, und dann geht es hier mit dem 60er, 90er und so weiter weiter. Deswegen ist der aber so weit unten hier, ja, also der 45er. Ist ganz verrückt, oder? Und die Frage ist, warum brauchen wir jetzt eigentlich einen Akkuschrauber mit 45 Newtonmeter überhaupt noch? Weil die anderen sind doch alle eigentlich stärker. Aber was ist der 45er eigentlich? Also der GSB 18V45. Er ist nicht mehr und nicht weniger als die neue Einstiegsklasse im Bosch Professional 18-Volt-Segment. Und ich muss sagen, das Ding hat schon einige Vorteile gegenüber den anderen Akkuschraubern. Und zwar, Vorteil Nummer 1 ist, er ist brushless. Er ist wirklich brushless und damit ist es so, dass bei Bosch eigentlich alle modernen Akkuschrauber inzwischen brushless sind. Denn der 21er und der 28er, ja, sind immer noch kraftvolle Geräte, aber die sind schon echt in die Jahre gekommen, ja, und das sind keine brushless Geräte. Zusätzlich ist es so, dass ich persönlich, und das sind, ich will keine Gerüchte eröffnen, sondern ich persönlich, ohne die Information zu haben, bin der Meinung, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit diese beiden Geräte nach und nach aus dem Markt verschwinden werden. Ganz einfach aus folgendem Grund, das sind die ältesten Geräte ihrer Art, die es gibt von Bosch Professional und sie sind einfach nicht mehr modern, haben keinen brushless Motor, haben ansonsten viele Funktionen nicht und das würde vom Line-Up total passen, wenn wir den 45er hätten, 55er, 60er, 90er, 110 und 150. Und da sind die beiden hier einfach nicht mehr zeitgemäß. Denn wir haben hier ein Problem, denn die sind echt schwer. Und deswegen mache ich jetzt mal Folgendes. Ich nehme mal alle diese Akkuschrauber, die ich hier habe, bis zum 55er und wir wiegen die jetzt einfach mal. Wir fangen mit unserem neuen Flaggschiff an, dem 45er. Und hier sehen wir, wir sind unter 1,5 Kilo. Und leichter wird es nicht mehr. Kommen wir jetzt zum 21er. Das ist schon ein riesiger Unterschied, 1,8 Kilo, das merkt man schon. Kommen wir jetzt mal zum 28er, ja, auch rund 1,8 Kilo. Und jetzt kommen wir zum 55er, hier sind wir bei rund 1,5, 1,56 Kilo. Du hast also gesehen, dass der 21er und der 28er echt schwer sind im Vergleich und das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und deswegen passt es auch wunderbar zusammen, hier der 45er und 55er, hier haben wir knapp unter 1,5 Kilo und hier haben wir knapp unter 1,6 Kilo. Ja? Und die beiden Geräte passen eigentlich auch optisch ganz gut zusammen, aber man merkt, selbst diese 100 Gramm merkt man hier in der Hand. Übrigens kannst du das Ganze auch natürlich mit einem anderen Akku betreiben. Wir haben hier den 4 Ampere Pro-Core genommen in allen Geräten, damit wir sie auch vergleichen können. Du kannst natürlich auch einen kleineren nehmen, 2 Ampere oder ähnliches. Und aber diese 100 Gramm, ja, die machen sich schon bemerkbar. Wenn du an einem Tag mal 200, 300, 500 oder 1000 Schrauben schraubst, dann sind selbst 100 Gramm wirklich absolut Gold wert. Und deswegen ist der 45 auf jeden Fall nach unten hin, auch von der Kraft her, schon ein Blick wert. Zweiter großer Faktor ist ja auch der kompakteste 18 Volt Akkuschrauber von Bosch Professional. Der ist wirklich von diesen Dimensionen hier echt klein. Wir vergleichen die mal ganz kurz und stellen die mal hier hin und nehmen mal den 21er und dann seht ihr, ja, wie viel länger der ist. Und im engen Bauraum, ja, ist das natürlich Gold wert, wenn du wirklich einen kurzen Akkuschrauber hast. Also 21er, Quatsch, 28er, ui, immer noch viel zu groß. Kommen wir jetzt mal zum 55er. Ja, der ist zwar schon kleiner, bedeutend kleiner als die anderen, aber ihr seht hier, der ist immer noch über 2 cm länger. Nehmen wir mal jetzt zum Beispiel den 60er. Ja. Auch der 60er ist länger und auch der durchaus noch kürzere 90er, ja, ist immer noch größer. Ja. Zum 90er kommt noch mal ein separates Video. Du siehst also, der 45er ist der kompakteste in seiner Klasse bei Bosch. Das ist schon der Hammer. Übrigens der einzige Akkuschrauber im 18-Volt-Segment, der den hier noch schlägt, ist der 60FC. Ja, hier haben wir 60FC, wo wir hier vorne direkt Bitaufnahme haben. Wenn wir ein Bohrfutter dran stecken, dann ist es natürlich bedeutend länger, aber nur mit der Bitaufnahme. Schaut mal hier, haben wir hier natürlich dann wirklich das absolut kürzeste Gerät, was wir haben. Aber natürlich ist das nicht ein vollwertiges Gerät, wie wir es hier haben, beziehungsweise schon vollwertig. Aber wenn wir hier mit einem Bohrfutter rechnen, dann ist der nochmal länger, dann geht er bis hier. Ich habe ja vorhin mal gesagt, dass er einen brushless Motor hat, habe euch aber gar nicht gesagt, was der große Vorteil ist. Der hat nämlich zwei große Vorteile. Vorteil Nummer eins ist, wir haben hier einfach keine Bürsten mehr. Und keine Bürsten heißt, wir haben hier nichts, was verschleißen kann. Man kann es übrigens sehr gut sehen bei den alten Akkuschraubern. Nicht ohne Grund ist hier die Möglichkeit, hier entsprechend dort die Bürsten zu tauschen. Hier und dort. Ja, das habt ihr hier gar nicht mehr.
Ja, also ihr müsst hier nichts mehr tauschen, weil es einfach brushless ist. Der zweite große Vorteil ist das Thema Effizienz. Diese brushless Motoren sind einfach effizienter und können dementsprechend aus demselben Akku mehr Schrauben rausholen. Beziehungsweise, da holst du keine Schrauben raus, Quatsch. Aber du kannst natürlich mehr Schrauben damit schrauben oder mehr damit arbeiten. Und zwar schon irgendwo so im Bereich 10, 20, vielleicht sogar 30% kommt auf die Aufgabe an. Und das merkst du schon. Ja? Das heißt also, du hast hier ein effizientes Gerät, ein wartungsfreies Gerät und ein kleineres Gerät hier an der Stelle. Was wir hier aber nicht haben, ist Folgendes: Wir haben hier kein Kickback-Control. Das heißt, es ist so, dass wenn hier eine Schraube stecken bleibt, dann schlägt der Akkuschrauber rum. Ergo, du musst ihn immer schön festhalten. Andererseits hast du hier auch nur 21 bzw. 45 Newtonmeter. Das kriegst du schon durchaus nochmal mit der Hand gehalten. Im Gegensatz zu so großen Kavenzmännern wie zum Beispiel der 90er, der Folgendes hat. Ich mache jetzt mal dasselbe mit beiden Geräten. Einmal hier. Ja, also ergo, das wäre jetzt der Kickback im Gegensatz zum 90er zum Beispiel. Ja, ihr hört, und jetzt leuchtet hier auch nochmal und dann geht's aus. Diese Funktion habt ihr erst ab dem 60er, das heißt der 45er und der 55er, die haben das beide nicht. Aber gucken wir uns das Gerät doch einfach mal im Detail an. Ihr seht hier, wir haben ein Metallbohrfutter, das ist auch nochmal ein Unterschied zu den älteren Geräten. Dann haben wir hier 20 Drehmomentstufen. Und dann am Ende dann die Bohrstufe, wo wir gerade hier sind. Wir haben ersten Gang und zweiten Gang. Im ersten Gang 500 Umdrehungen, im zweiten Gang 1900 Umdrehungen. Ansonsten sehen wir hier nichts weiter. Hier habt ihr den Abzug, hier Rechts-Links-Lauf. Und hier unten, ganz unten, guck mal hier. Da haben wir entsprechend eine kleine LED. Ansonsten haben wir hier nichts dabei, können nichts weiter einstellen. Mehr ist hier einfach nicht dran. Was aber interessant ist, ist das hier nochmal. Hier ist die schöne moderne Gummierung dran. Und man sieht hier, man kann das wirklich gut greifen. Beziehungsweise auch von der anderen Seite seht ihr es vielleicht nochmal besser, dass hier der Daumen genau hier oben liegt. Ja, und dementsprechend hier wirklich gut Halt findet, auch hier unten. Aber die Frage ist noch, was heißt jetzt eigentlich für einfache bis mittlere Tätigkeiten? Wir probieren das mal aus. Ich möchte mal eine Sache ausprobieren, und zwar das Thema Forstnerbohrer. Wir haben jetzt hier einen 41 mm großen Forstnerbohrer, aber vor allem mit einer Zentrierspitze. Ergo, die zieht sich selbst ran und macht extrem viel Druck, und da brauchst du schon einen ordentlich kräftigen Akkuschrauber. Wir schauen mal, ob er das kann. Ja, ihr habt gerade gesehen, also Kraft hätte der schon wirklich genug, denn einfache Aufgaben ist halt relativ, ja, einfache mittlere Aufgaben. Überlegt mal, das war eine 10 x 340, also eine 34 cm lange Schraube als Zehner, die er einfach so, Vollgewinde, einfach so reingeschraubt hat. Nur am letzten Punkt, wo hätte er den Kopf auch reindrücken müssen ins Holz, da hat er dann aufgegeben. Ihr seht also, so klein sind die Aufgaben gar nicht, die ihr mit dem machen könnt. Ganz im Gegenteil, ihr könnt alles, was ihr normalerweise so macht mit einem Akkuschrauber, könnt ihr mit diesem Akkuschrauber machen. Übrigens noch mal ein Hinweis, ich habe ja gesagt, das gibt es auch als GSB. Wenn du es als GSB nimmst, hast du hier, schau mal hier, du hast hier so einen Zwischenring. Ja, hier ist ein Ring noch dazwischen, ja, im Verhältnis zu dem. Schaut mal hier, da seht ihr das nämlich auch ganz gut. Da ist hier nochmal ein Zwischenring dabei und da siehst du hier, du kannst schlagen, schrauben, also bohren oder schrauben. Und bei dem ist es so, dass das Gerät hier einfach nur 50 Gramm schwerer ist. Mehr ist das nicht, kostet ein paar Euro mehr, aber durch den Zwischenring habt ihr zwei Sachen. Nummer eins, es wird schwerer. Nummer zwei, das Gerät ist länger. Und ich persönlich würde auf jeden Fall bei diesem Akkuschrauber nicht auf diese Kompaktheit verzichten wollen. Jetzt nochmal zusammengefasst, habt ihr einen guten Schrauber? Ja. Ist er kräftig genug für jede normale Arbeit? Ja. Erst im Grenzbereich braucht ihr dann die größeren Geräte. Außer ihr sagt, das Thema Kickback ist für euch wichtig, dann würde ich eher zum 60er, 90er oder einem anderen greifen. Und ansonsten ist es ein solides Gerät, ultra kompakt, schön leicht. Und ihr wisst ja, ich bin ein großer Freund des 3-Akkuschrauber-Prinzips. Und ich würde sagen, ja, der ist doch prädestiniert, einer von diesen drei zu sein.
Ich bin gespannt, was ihr sagt. Schreibt mal unten in die Kommentare, was sagt ihr zu diesem Akkuschrauber. Und denkt dran, ihr könnt noch abstimmen, also nicht noch, sondern ihr könnt sowieso die ganze Zeit abstimmen, auf dem Werkzeugvergleich. Was ist euer Lieblingsakkuschrauber von Bosch? In genau der Vergleichstabelle, wo alle Akkuschrauber von Bosch nochmal in einer großen Tabelle drin sind, wo du endlich mal auf einen Blick alle Informationen hast. Das ist doch ein Wahnsinn, oder? So, jetzt rein in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.